Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier in einer, ja, das war wohl so eine Art alte Waldklinik, wir wissen es auch noch nicht ganz genau. Gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Spuren finden, was es ist. Ja, das sieht auf jeden Fall schon auf den ersten Blick sehr abenteuerlich aus, ziemlich groß der ganze Komplex, mitten im Wald, sehr eingewachsen. Ja, dann wieder Jürgen und Dennis dabei. Einen wunderschönen, moin. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns die Geschichte mal an und in dem Fall, ja, bleibt dran, viel Spaß, bis gleich. Ja, moin moin. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir steigen jetzt quasi gerade hier erstmal ein ins Gelände. Von außen ist auf jeden Fall schon ganz gut hier Rambazamba gemacht worden. Also man sieht auf jeden Fall von unserem Punkt schon, das geht überall. Also so weit kann man das wahrscheinlich auf dem Weitwinkel gar nicht sehen, Gebäude nach Gebäude. Also irgendwas Spannendes werden wir mit Sicherheit entdecken und das Ding ist auf jeden Fall echt eine große Anlage. Eieieiei. Der Floor, mega lang. Auf jeden Fall auch mal wieder ordentlich abgerockt, die Bude hier. Weiß nicht, ob hier noch die sanitären Anlagen noch gebraucht wurden, wie es aussieht. So. Hier ist gemütlich, oder? Hier ist schon fast so lagerbar gefühlt. Also hier, das ist mir schon einmal durchgefegt. Wie du sagst, so einmal feucht durchgewischt. Einmal feucht durchgewischt und rein. Fände ich, hier könnte man schon... Das dahin ist ja so ranzig, ne? Aber hier, das hat schon so ein bisschen leichtwettergeschütztes, offenes Lagerfeeling. Ja. Das sieht eher aus wie, ich glaube, eine Bluttransfusion oder so. Nee, Tunnel Reservoir, das wird wahrscheinlich irgendwas zum Essen. Irgendwie Nahrungsmittel. Nur zur entreinen Ernährung. So, wir gehen jetzt nochmal eben den Eingang zurück und werden das ganze Gebäude oder den Komplex allgemein jetzt strategisch abarbeiten. Da bisher hier, ja, ich sag mal, im Großen und Ganzen alles relativ ähnlich aussieht, also einfach hart zerschossen, werde ich die Kamera jetzt nicht dauerhaft laufen lassen, sondern immer mal wieder anmachen und die schönsten Sequenzen einspielen. Und ja, ich hoffe ganz allgemein, wir finden natürlich noch ein paar besondere Gebäude oder Keller, Dachboden, irgendwas, wo es noch ein bisschen spektakulärer wird. In dem Sinne, ja, sage ich mal einfach so, bis gleich. Auf in Bude Nummer 2. Ja, also der Raum hier war ganz klar für Bruno den Brecher. Das ist nämlich hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Oh, guck mal an. Die Tür für ein breites Kreuz. Oh, hier ist sogar zu. Nur Wahnsinnige hier. Los hier, gut überdrücken, du Rapper.
Hier riecht es ein bisschen nach Urin oder Ejakulat oder so. Das war ich. Ich glaube, da hatte einer Dinnpfiff. Ein klein... So ein kleines, das leicht... Das sind Kuchenblätter. Feuchtes Fürzchen. Humanoide Spuren. Zugriff! Sicher. Sauber. Sehr sauber. Was soll ich sagen? Natur ist einfach viel geiler als dieser dreckige, ja, ich will nicht sagen, welche Szene besonders auffällt mit ihren Symbolen in diesen Räumlichkeiten und mit dem Vandalismus quasi ihre Kennzeichnung gleich da lassen. Ich wollte schon immer mal einen offenen Bruch auf Kamera haben. Hallo? Udo! So ist es von oben. Schauen, weil man merkt richtig, Moment, dass das hier schon sich dieses Dach langsam von der Wand löst. Pass auf, die sind ein bisschen weich. Merkst du, dass wie still das hier drin ist? Ja. Gedämmt wahrscheinlich, ne? Ja. Man merkt, was man wahrscheinlich nicht sehen wird, auf jeden Fall, dass das Bodenklima hier recht weich ist. Prinzipiell ist es hier aber angenehmer als unten in den ganzen Dreck. Oh mein Gott. Was war das? Ich hoffe, ich lande auf Markus. Oh, der wiegt sich weit nach unten. Das erklärt einmal der Versicherung. Aber selbst hier die Kabel. Guck dir das an, wie die sich die Mühe gemacht haben. Ja. Äußerst elegant, Jules, äußerst elegant. Ja, du bin ich auch nicht mehr in Form zur Zeit. Hast du das Gefühl? Sehr schön. Dennis, der Drahtige, der kann auch so da runter springen von oben. Der macht da deinen Salto. Mit dem Rückwärtssalto. Dafür wäre jetzt Fabi wieder gut. Ja. Da wird das wahrscheinlich machen. Riskier es nicht. Wir gehen ja raus. Wir haben die Outdoor-Game in dem Sinne. Ja, Fabian, welcome to the Outdoor. Abgefahrene Bude. Ja, also der Raum ist ja definitiv schon mal um einiges spektakulärer. Hat auf jeden Fall was. Hier finde ich sogar mal das Zugesprayte gar nicht so schlecht, weil das einfach dem ganzen Raum nochmal so ein, ja, eine gewisse Stimmung gibt. Der Vernehmungsstuhl in der Mitte. Sieht aus wie in so einem, ne? Da ist eigentlich ein Gefesselter drauf sitzen. Kannst du mal das Feuer machen, das ist auch hier, wie beim Spielbuch, wenn er den Projekt schön ablädt auch. Inzwischen wissen wir auch, was das hier überhaupt mal war. Und zwar war das eine, ich spür's schon, eine Tuberkulose-Klinik.
oder Tuberkulose-Heilanstalt. Heutzutage eher nutzbar für Corona. Hallo? Digga, das ist hart. Krank. Jetzt bin ich auch ganz allein unterwegs. Ja, vielleicht sollte man sowas echt nochmal nachts durchziehen. Da gibt es nochmal ein ganz anderes Feeling. Splinter Cell folgt mir auch da hinten. Tagen saufen, wenn das dann drückt, dann drückt das. Da hilft doch die Klobürste nicht mehr weiter. Da brauchst du eine Hilfe für. Ja. Ich glaube, das ist immer mit dem Badezimmer. Oh, das war mal gut. Ups. Da ist wohl einer durchgebrochen oben. Ja. Durcherbrochen. Ja, was soll ich sagen? Ich denke mal, ich werde hier wahrscheinlich recht viel mindestens im Hintergrund leise Musik eingespielt haben. Wir nähern uns nämlich jetzt auch gleich dem Ende. Ein Gebäude haben wir da, glaube ich, noch so ein schon etwas anderes Hauptgebäude. Das, ja, schauen wir mal, ob uns gleich noch was Überraschendes erwartet, aber ansonsten. Was willst du dazu sagen? Abgerockt, die Bude. So, hier ist der paradiesische Innenhof. Das war schon Licht an. Ich hab das noch nicht aus. Das ist ein Unterschied. Das ist ein gutes Argument. Oha, hier war auch ein hartes Opferritual. Das stimmt, das ist ja alles voll. So. Fehlt noch das Blut. Wo ist das Blut?
Und die Truhe ist das gut. Ein frischer Ofen. Hat da einer Landschicht? Also hier hatten sie definitiv vor, die Bude abzufackeln. Alter! Ich weiß nicht, ob man das sieht. Fußspuren hier. Komplett. Alles voll damit. Da hatte jemand auf jeden Fall Langeweile. Auch ganz schön groß hier. Alter, habt ihr die Vögel gehört hier? Voll der Krach. Und unten ist alles abgebrannt. Richtig pechschwarze Bude. Und weitläufig, ja. Sollte man sich mal angucken. Lohnt sich sogar da unwischen. Naja, die haben auf jeden Fall locker ihre Nester oder so, die Schwalben, ne? Oh, das habe ich unten gesehen. Andere Ende davon. Da ist richtig, da riecht so nach Feuer da und alles ist verbrannt. Boah, da stinkt es auch heftig nach Pisse, Alter. So, hier runter? Ja. Richtiger Urinsee. Abgeranzt und abgerockt. Ganze Bude. Ah, da draußen ist noch so ein Mini-Haus. Ach du Rede, so ein halb abgerapter Teddybär da. Ha. Sieht aus, war da Sand drin? Eigenartig. Keine Ahnung, sowas kenne ich mir nicht aus. Bergfeldfilter. Reinwasser, Rohwasser. Hier ist nichts. Ja, es geht spektakulärer. Ein paar Sachen haben wir auch noch tatsächlich auf dem Zettel. Bei der Gelegenheit wollte ich auch nochmal sagen, das ist nicht das, was wir letztes Mal noch eigentlich im Anschluss machen wollten. Oder abfilmen, das Lost Place, da waren wir auch, aber das ist tatsächlich zu umfangreich, da werden wir wirklich nochmal extra morgens hinfahren und ein komplettes Video machen. Das ist schon eine Ecke cooler als das hier. Ja, hier hätte man jetzt mit Glück vielleicht irgendwas Besonderes entdecken können oder, ja, man wusste auch nicht, wie es ist, aber das ist natürlich das Problem, wenn das schon irgendwie regional zu bekannt ist, dann sieht man ja, ne, kommen die Jugendtruppen hierher und machen alles kaputt. Was natürlich dann für unser eins ja ein bisschen schade ist. Hat natürlich manchmal auch was, diese, ja, apokalyptische Stimmung dadurch, aber schöner wäre es natürlich schon, wenn das ja noch ein bisschen eingerichtet wäre, eher die, der alte Zeitgeist hier zu erkennen, aber da haben wir auch noch das eine oder andere und da werden wir auch noch was finden, also ja, hier flattern die Schwalben wieder rum. So, ob die Jungs sich im Keller verlaufen haben. So, das letzte Haus, da seid ihr nochmal eine Ecke geräumiger. So, wir sagen, gut zu dürfen.
Guter Isomattentest hier auf jeden Fall, auf dem Boden zu schlafen. Hier sieht man auch die Fläche, wo dann die Tuberkulosekranken erstmal so vorgekerchert wurden, einmal ganz grob zur Reinigung. Dann wollen wir gleich auch noch einmal eben oben hoch. Alter, hier wäre auch schon wieder ein guter Platz zum Lagern eigentlich. Hier ist sogar noch halbwegs sauber. Hast einen guten Ausblick. Jetzt kannst du dir noch die Tür verbarrikadieren, wenn der Feind kommt. Ne? Ja, besorgen wir uns was für den Aufgang. Moin moin. So, unsere Lost Place Tour ist beendet. Wir sind gerade nochmal auf dem Weg im Waldgebiet und suchen uns Plätzchen, wo wir gleich ein bisschen grillen und chillen. Aber vielleicht filme ich das ein oder andere dann noch. Was sagt ihr zum Lost Place? Ja, kann man machen. Kann man machen. Auf jeden Fall geräumiger, als ich gedacht habe. Ja, hätte. Ja, ist halt immer schade, wenn das alles so komplett verranzt schon ist, sage ich mal. Ne? Ich finde, das hätte so ein bisschen eingerichtet und dafür ein älter hätte das mehr was. Gerade so eine Klinik, sage ich mal. Ne? Das hat ja jetzt mehr wieder mal so typischen Anarchie-Charakter als. Ja, so Klinikcharakter in dem Sinne. Aber dennoch wollen wir uns nicht beschweren. Es ist alles gut gegangen. Es kam kein Sicherheitsdienst, wie wir schon gewissermaßen etwas vorgewarnt wurden. Ja. Also wird da das ein oder andere auf jeden Fall noch kommen in der Richtung. Ansonsten, ja, ich melde mich gleich nochmal, wenn wir am Futtern sind. Und ja, wen das Thema nicht mehr interessiert, kann ich jetzt abschalten. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ansonsten wünsche ich uns gleich einen Appetit. So, wir haben uns jetzt hier für ein Plätzchen entschieden. Hier ist ein bisschen sichtgeschützt abgelegen. Schöner, feuchter, tiefer gelegener Moosboden. Da können wir dann recht bedenkenlos mal eben ein kleines Feuerchen machen. Ja. Jürgen beobachtet das Ganze vom Weiten. Ich bin der Förster hier. Gut. Ställe freischaren, Feuerholz sammeln. Attacke, ich hab Hunger, oder? Guck dir die fleißigen Bienchen an hier. Da kann ich gar nichts machen. Ja, das sollte doch genügen. Holz und was ich kann dir? Betonen. So, Dennis wird sich, glaube ich, gleich noch seine Buschbox in vernünftiger Bushcraft-Manier die einweihen, sage ich mal so. Da wir aber jetzt Hunger. Die ist schon eingeweiht. Achso. Achso, ich dachte, na gut, da wird die aber immerhin wahrscheinlich vernünftig befeuert. Aus Gründen des Hungers und der Faulheit. Na, wir wissen, wir haben es drauf. Beziehungsweise, was ich mal tatsächlich mache, ich habe nämlich noch was Neues. Letztes Mal irgendwo durch Zufall irgendwo gesehen. Ölofenanzünder oder so. Werden wir das nämlich heute mal ganz amateurhaft machen. Oder sagen wir zumindest mal. Auf die Schnelle. Mal gucken, wie das Ding hier so hinhaut. Ob das schon reicht. So ein Streichen hätte ich jetzt noch ein bisschen feineres Material suchen müssen. Aber ich habe schon von vornherein jetzt quasi auf dem S-Bit gepokert, den zu nutzen. Aber nehmen wir nochmal einen dritten. Vielleicht macht das hier auch schon was her. Arbeitet sich schon ein bisschen durch, ja. Sehr hübsches Feuer hast du gebaut, Jules. Danke. Ja, ich hätte ein bisschen mehr feines Material vielleicht noch füllen können. Aber mal schauen, ob sich das so durcharbeitet. Aber ich bin recht optimistisch. Freunde, was soll ich sagen? Das lodert 1A. Top Hitze, Top Feuer vom Fachmann. Du machst hier ein bisschen Lütschis noch für die Buschbox. Die da anders flutscht hier, aber fast. Ich bin immer voll schief. Schön. Feuergeruch, Waldgeruch, das riecht ja auch heftig harzig. Gucken,
wie nachher der Ton ist, weil ich jetzt von hinten da reinrede. Das hat letztes Mal so ganz komisch geklappt. Hoffentlich nicht mega scheiße. Aber rein theoretisch verbrennen wir gerade ziemlich viel Kienspan, ne? So harzig wie das war. Weiß ja. Nicht? Ja, das kann gut sein. Deswegen ist das auch so eine heftige Flamme wahrscheinlich. Ja. Es ist sehr, sehr harzig, wirklich. Kriegt man Appetit, oder? Da kriegt man richtig Hunger. Dann mit der Actioncam kannst du so nah ran, bis das. Bis die tote Ratte hier oben abflammt. Bis die Katze brennt. Ja, lass mir jetzt einmal ein bisschen runterbrennen. Und dann ruf mit dem Tier. Oh, da kriege ich Buschkraftgefühle. Mmh. Guck dir an, wie das reinschnitzt. Lecker, lecker. Sagt der, der eben sein Feuerzeug angemacht hat. Ich habe ja aber gesagt, dass ich meins aus Faulheit und Hunger heute mal trickse. Dass Dennis sich das noch richtig genießerisch. Ja. Ich bin ja noch in der Experimentierphase, ne? Mal gut gehen. Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Herrlich. So, schreib mal in die Kommentare, welche sehen besser aus, Jürgens oder meine? Ich weiß gar nicht, welche deine sind. Ja, meine sind hier natürlich diese, die besser aussehen. Die großen, roten. Das sind deine Abonnenten, klar halten die zu dir. Wer mich abonniert, der kann mich nicht mögen. Das ist reiner Hass, warum er mich anschaut. Ja. Ja, Leute, was soll man dazu sagen? Speckwürstchen, eine Outdoor-Pfanne. Oder? Ja, luxuriös, ja? Nobel geht die Welt zugrunde. Ich hau mir jetzt hier noch ein bisschen. Ich sag, das wäre der Buttergemüse. Buttergemüse rein. Boah, wie brennt das nur an hier drin? Das ist ein Stück Butter. Ah ja, stimmt. Ein Stück Butter. So, hier, sonst hast du denn runter. Welche mit? Nein, sonst schneid dir noch irgendwas runter hier. Warte, komm her, Papa macht das. Oh, da ist schon Feuer unten drunter, ne? Unten drunter. Hier, komm her, mein Freund. So viel hatte ich jetzt nicht gedacht. Oh, da ist ja wenig Hitze. So, mit O. Ja, unser Wohnzimmer ist wieder bereinigt. Ja, wir sind satt und gesättigt, oder? Und müde vor allen Dingen. Satt, müde. Ja, war ein schöner Tag. Wir treten jetzt die Heimreise an. Das heißt, das letzte Stück unseres Weges, da werde ich gleich nichts mehr festhalten, sofern uns kein Keiler anfällt. Ja, ich hoffe, es hat mich unterhalten, weil es ja so ein Mix aus halb Lost Place, halb Bushcraft. Vielleicht ist das ein neues Format. Schreibt mir, was ihr dazu denkt. Ansonsten, ja, war es für heute. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Bis dann und ciao, ciao. Ciao, ciao.